Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Elvana und herzlich willkommen zu einem neuen Video von me. Ja, heute gibt's eine neue Reaction und dreimal dürft ihr raten. Ja, ich reagiere auf Luciano featuring Shirin David, You Never Know. Oder ne, Never Know, I'm sorry. Ja, bin super duper gehypt. Ich habe gesehen, dass es da ziemlich heiß hergeht und ich sehe auch auf dem Titelbild, es ist auf jeden Fall komplett so ein blauer Vibe. Die haben auch so Grills und so getragen. Dann habe ich mir gedacht, mache ich mal passend blauen Lidschatten und habe mir einfach so ein Glitzeroberteil angezogen. Okay. Habe die Stories gesehen, war krass gehypt und hallo, Erde an Kopfhörer. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir starten sofort mit dem Video. Hab meine Kopfhörer drinne. Und ja, eine Sache noch, die hatten bis vor kurzem noch keinen Namen. Da stand einfach nur Luciano featuring Shirin David. Da war kein Liednamen oder halt Songname eben zu sehen. Und jetzt steht hier Never Know. Also das Lied heißt Never Know. Bin so gehypt. Also es kann ja nur krass werden, oder? Ich habe ganz, ganz hohe Erwartungen. Fängt schon an mit einem richtig coolen Vibe. Diese ganzen blauen Lichter, mega cool. Passend zu meinem Lidschatten. Spielt jetzt keine Rolle. Aber dieser Vibe, dieser Beat im Hintergrund, gefällt mir ziemlich gut. Habt ihr das gesehen? Damn! Guck sie shake, Big Bad Girl. Ich look auf Drill. Vom Paket hoch in die Charts, guck ich steh bei Film. Loco Driller Schumpf. Hört sich echt gut an, so, ne? Aber ich verstehe halt kein Wort. Ey, wie peinlich. Ey, Leute, schreibt mir mal unten rein, was er sagt. We are back in days. Cook pull up in the Benz 4-4 in Travis Chase. Daddy dance, shake ass, halt dich fest. Das war nice. Hat sich richtig nice angehört. Feier ich. Killer schon seit 2K15, Bro, also blau kein Flow. Zu viel plappern, Hate, Kommentar juckt dich, denn ich nenn euch Haus. Was ich noch sagen wollte, dieses Musikvideo, da feiere ich auch diesen Vibe. Diese beiden zusammen feiere ich mega. Ich glaube, die verstehen sich auch ziemlich gut, wie man sehen kann. Also ich denke mal, das hat echt bestimmt viel Spaß gemacht. Big Body Girl, shake them dress. Oh my god. Dior. Look, oh, mein Kopf ist auf Liquor. Grrr. Step in den Club mit Shirin David, so wie sonst. Cool, Step in den Club mit Shirin David und dann habe ich es auch nicht wieder, also habe ich es wieder nicht verstanden. Aber irgendwie, das erinnert mich an irgendwas. Also das erinnert mich an irgendwas. Ich habe diese Melodie. Ich habe das schon mal gehört. Also es kommt mir krass bekannt vor. Ich feiere dieses Bum Bum Bum. Ich liebe es. Ey, aber eine Sache muss ich wirklich sagen. So diese Haare von Shirin. Diesen Modus feiere ich irgendwie gar nicht. Ich finde, blonde Haare stehen ja einfach am besten. Ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, viele sagen jetzt, du hatest, du bist neidisch. Nein, ich liebe diese Frau. Aber irgendwie, ich fühle diesen Vibe nicht mit vorne blond und hinten schwarz. Das ist aber gerade voll in, sehe ich auf Instagram. I don't know, warum. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, entweder ganz schwarz oder ganz blond. Ich bin da wirklich komplett raus. Ich feiere irgendwie das nicht so hart, aber sie sieht trotzdem wirklich Bombe aus. Mal davon abgesehen. Also die Geschmäcker sind ja unterschiedlich, ne? Big Bad Girl. Guck sie shake, Big Bad Girl.
Queen, Driller, Bitch, Psycho. Ach, krass. Krass, okay. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass die einfach so sein Boom, Boom, Boom nachmacht. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Krass. Das kam unerwartet, wirklich. Das kam krass unerwartet. Heftig, ja. Die Sonnenbrille ist krass. Die sieht krass aus. So richtig so, mal wieder. Wir hören weiter. Hose tief, Strings sitzt high, Belly frei. Krass, das ist ja voll der Vibe von Luciano einfach. Heftig, ja krass, ich feiere es. Ich feiere diese Tonlage von ihr. Hört sich irgendwie nicht so an wie die anderen Lieder. Merkt ihr das? Sie hört sich irgendwie komplett anders an. Im guten Sinne natürlich, ne? Also nicht falsch verstehen, es hört sich gut an. Wenn du mich stalkst, aber tap, haust mir die Cash, roll weiter. Big Betty Vibes, pack my thighs, yeah. I see the girls, she wants to drop, fit the design. Waste the dinner. Damn, girl, du siehst krass aus. Fette Designer, wie sieht es so? Dinner, rock and chiller, teure Kleid. Booty killer, taste vanilla, kleiner Reminder. En vogue, aber immer noch tough. Ghost unterm Arsch und du wirst blass. Pardon? Popo wie Coco, don't touch. Yeah. Bitch, ich mach Loco die Squats. Bitch, ich mach Loco die Squats. Das ist ja der Shit. Ich bin so richtig geflasht. Okay, eine Sache, ja. Ich verstehe zu 80% nichts. Ich verstehe vielleicht 20% von dem ganzen Lied. Nicht mal. Sagen wir 10% verstehe ich, aber ich fühle diesen Vibe, ich fühle diesen Modus. Ja, die Kombination ist ja auch bombastisch. Ich warte ja immer noch auf eine Einladung, wie ihr alle wisst, ne? Also ich bin da echt seit Gib ihm immer noch am Warten. Bis jetzt kam nichts, aber da das ja nur ein Feature ist von Shirin, also, sie ist ja nur Feature-Gast, deswegen nehme ich ihr das auch gar nicht übel. Ey, alles mit Humor nehmen, entspannt euch. Natürlich ist das nur Spaß, so, ne? Boah, aber das Outfit mit diesem schwarzen Onesie, heißt das Onesie? Nein, das heißt nicht Onesie. Diesem Leder Overall, dieser Einteiler, das sieht ja auch krass aus. Mir wird warm, euch auch. Cool. Also ich konnte jetzt wirklich nicht krass auf den Text eingehen. Das liegt einfach daran, dass ich wirklich kaum was verstanden habe. Schreibt mir gerne die Lyrics unten mal rein. Ich feiere den Vibe und das ist die Hauptsache. Irgendwann werde ich den Text auch noch verstehen und checken. Aber coole Kombi. Also feiere ich. Ich liebe ja Luciano. Und nochmal, diese Musik ist einfach abnormal krass. Dann noch meine Lieblingsdame, Shirin David. Und das in Kombination. Bombe. Finde sogar das Feature mit Luciano nochmal krasser als das mit Haftbefehl. Das war schon cool, aber das jetzt finde ich persönlich cooler, weil dieser Vibe einfach besser zusammenpasst. Wisst ihr, ich finde, die haben echt krass gut harmoniert. Also ich denke auch, ne, menschlich gesehen harmoniert, nicht nur musikalisch. Warum habe ich hier eigentlich so eine Welle drin? Aber ich werde dieses Gefühl nicht los, dass mir das irgendwie bekannt vorkommt. Also ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen. Kann auch sein, dass ich irgendwie mich komplett vertue oder so. Ey, die beiden würden doch auch ein richtig cooles Couple abgeben, findet ihr nicht? So, das war's jetzt von mir. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Alles, was euch auf dem Herzen liegt. Ich würde mich darüber sehr freuen, denn ich lese es mir immer durch. Folgt mir gerne auf Instagram, gebt dem Video einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo, damit wir endlich die 5K erreichen. Und fühlt euch gedrückt und geküsst und tschüss.